Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdoms of Amalur: Reckoning. Immer noch hier live aus Galgen's End. Ja, ich hoffe, ich habe nichts Meine Elementares Herren. vergessen, denn ich habe jetzt wieder eine gewisse Zeit lang nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, wie viele Tage das jetzt waren. Aber ich habe ein Großschwert angelegt, so viel kann ich schon mal sagen, denn mir ist ja aufgefallen in der letzten Folge, dass ich irgendwie zweimal mit dem gleichen Element kämpfe und ich habe leider kein anderes cooles Langschwert noch, was mir gefällt. Also das andere, was ich hier noch mit mir führe, das ist das hier. Das ist aber ja deutlich schwächer als das, was ich vorher hatte. Und bei den Chakrams wollte ich ganz gerne verbleiben. Und das arktische Großschwert, womit ich jetzt kämpfe, das hat Eisschaden. Jawohl, ich habe auch überlegt, das hier ist auch ganz cool. Da ist auch noch so ein bisschen Blitz mit drin, aber ich mag das immer lieber, wenn sich das spezialisiert und habe einfach aus dem Bauch heraus mich dafür entschieden. Und ja, ich habe auch keine alternativen, ähnlich guten Chakrams, deswegen habe ich jetzt einmal Feuer und einmal Eisschaden. Ich habe derweil ansonsten noch ein bisschen was in Plunder Ich grüße gepackt euch. und das direkt weggeschmissen. Dafür gab es auch noch mal ein bisschen Geld, 16.000, paar zerquetschte und so. Und ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, das Inventarproblem, das bleibt trotzdem immer noch aktuell, weil ich halt, das hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt, ne, irgendwie haufenweise Sachen finde, so komische Komponenten und alles. Und ich kann relativ viel von dem, was wir hier mitgenommen haben bisher, leider nicht in den Plunder packen. Ich hoffe, dass wir irgendwann noch mal den Menschen oder das Lebewesen antreffen, wo wir das dann auch abgeben können. Und hier wollte ich ja nicht hin, ne? Warum sind denn hier zwei Wege? Das sieht auf der Karte nur nach einem Weg aus. Ich gucke jetzt nochmal auf der anderen Seite. Weil wir wollten ja jetzt in dieser Folge zu Greyfall Feste. Ich habe diese Mission auch schon markiert, wie ihr vielleicht am Kringel erkennen könnt. Der untere Weg, der war nicht betretbar. Und hier haben wir nochmal genau das Gleiche. Das heißt, man wird das irgendwie wegsprengen müssen oder so. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Na gut, dann können wir eigentlich jetzt auch direkt schon rein. Oder wollte ich noch irgendwas anderes machen? Hier hatte ich auch überlegt, aber da müssen wir sowieso noch mal hin, weil wir haben hier unsere Hauptmission. Das heißt, da werde ich jetzt keinen Abstecher hinmachen. Ja, dann sage ich mal, verlieren wir keine Zeit und düsen direkt in die Feste. Bin eh gespannt, was es damit auf sich hat. Wir hatten ja den Typen vor Ewigkeiten, also gefühlt vor Ewigkeiten. So viele Folgen ist das jetzt auch nicht her, zwei oder so. Oder war das sogar in der letzten, dass wir den angequatscht haben und er uns bat, hier zu unterstützen, weil es hier ja spuken soll und so. Und ja, wir gucken einfach mal. Greyfall Innenhof. Ich habe irgendwie ein bisschen Bammel. Beim letzten Mal war ich noch selbstbewusster. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich wusste, dass ich das in der letzten Folge noch nicht abwickeln würde. Das war knapp, wir haben noch gar nichts geschafft, aber ja, red hier nur ruhig alles schön, ist okay. So, warte mal, dann gucken wir uns mal das Schwertchen hier an. Ja. Ach, die waren ja, warte mal, die waren ja blitzempfindlich. What the fuck, was machst du hier mit mir? Ich muss mich erstmal wieder so ein bisschen reinkriemeln. Hatte ich irgendwie mal eine Strategie gegen die? Keine Ahnung. Kloppen einfach weiter auf die einen. Ja, ey, warum lebt denn der noch? Der hätte schon längst tot sein müssen. Machen wir es halt auf die harte Tour, wenn ihr nicht anders hören wollt. Das macht aber letzten Endes immer noch mehr Schaden, oder? Wir haben zwar damals in dem Buch gelesen, dass. In dieser Feste spukt es nicht. In ihren dunklen Gängen lauern keine Phantome, sondern Monster. Wir sollten weitergehen. Ja, ich wäre schon längst weitergegangen, wenn du mich jetzt nicht aufgehalten hättest, Werger. Die Dwerger haben die Greyfall-Feste und alle Wehren auf der Insel gebaut. Ein riesiges Gangsystem zu ihrer Verteidigung. Niemand weiß, warum sie die Insel verlassen haben, aber fest steht, dass sie es eilig hatten. Ist ja auch aktuell jetzt nicht so wichtig, das zu wissen, oder? So, Paddy, was willst du noch über dich erzählen? Zukünftiger Baumeister der Greyfall-Feste, wenn es beliebt. Wenn es euch recht ist, natürlich. Oder nennt mich einfach Paddy. Habe ich eh schon nur in der etwas deutscheren Ausführung, was die Aussprache angeht, dein Traum? Der Traum ist noch immer verschwommen, aber wenn ich mich konzentriere, erinnere ich mich wieder an das ein oder andere Detail.
Ich erinnere mich zwar noch nicht an alles, aber ich glaube, hinter meinen Entdeckungen und Eingebungen steckt mein Gedächtnis. Ach was, da erzählst du ja was vollkommen revolutionär Neues. Trostkap? Sobald es geht, ziehe ich in die Feste um. Okay, eigentlich wollte ich ja einziehen. Erzählt mir von der Greyfall-Feste. Wir haben Scuffs gesehen, mehr nicht. Das müssen die Geister sein, die in diesem Gemäuer herumspucken. Auf bald. Und an denen sind jetzt so viele Leute verreckt, die hier reingegangen sind? Also ich dachte jetzt wirklich, dass wir hier so eine Art Geisteranwesen oder so antreffen würden. Ich glaube, der ist gar nicht mal so schlecht. Will aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Ja, nee, gucken wir mal. Ich habe ja immer noch die Hoffnung... Ey, voll die fetten Eiterpickel oder was soll das hier sein? Sind das Eier? Sind das Pilze? Ich glaube, das habe ich mich beim letzten Mal schon gefragt, ne? Ich finde das irgendwie ein bisschen widerlich, weil diese Dinger häufig in der Nähe von Spinnennetzen sind, oder? Oder bilde ich mir das ein? Also irgendwas ist hier auf jeden Fall komisch. Ich muss aber sagen, ich habe mir das hier drin... Ja, voll die geile Richtung angesteuert. Ich habe mir das jetzt hier drin voll anders vorgestellt, um ehrlich zu sein. So ein bisschen wie... oh Gott, wie hieß denn das nochmal? Jetzt weiß ich aus meinem Lieblingsspiel nicht mehr, wie diese Gruselvilla da hieß. Also in Lost Odyssey, da gab es irgendwie auch so eine... Es war aber keine Festung, sondern halt tatsächlich nur eine Villa. Oder aus so Banjo-Kazooie, da gab es ja auch irgend so eine Gruselmenschen oder so. Vielleicht kennt das ja einer von euch. Passt jetzt zwar nicht unbedingt zu Kingdoms of Amalur, aber naja, man kann halt nicht immer steuern, was für Assoziationen einem in den Sinn kommen, ne? Auf jeden Fall gibt es hier relativ viel Loot in Form von Skeletten. Das heißt, hier kann man ziemlich einfach was übersehen. Und ich sehe es schon wieder vor meinem geistigen Auge. Die Kommentare mit Zeitstempel, wo es heißt, da war ein Skelett und da hast du ein Skelett übersehen und da übrigens auch und überhaupt und so. Na gut, also die haben jetzt ja auch nicht so die allergeilsten Belohnungen mit drin. Deswegen. Aber gut, wir sind auch erst im Innenhof, ne? Hier betreten wir jetzt erst die eigentliche Feste. Wow. Also, dass da so viel Holz mit inbegriffen ist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, ich bleibe überrascht, aber anders überrascht, als ich anfänglich angenommen hatte. Irgendwie erinnert mich das an Piraten. Irgendwie ist die ganze Insel so ein bisschen piratisch, ne? Ich... Respekt. Ihr habt die Bestien vertrieben und den Schatten getrotzt. Damit gebührt euch der Thron. Setzt euch auf den Thron. Ihr seid jetzt die rechtmäßige Herrscherin von Greyfall. Ist das irgendwie eine Falle? Das passt gar nicht zu ihm, dass er uns den Vortritt lässt und sich uns vielleicht sogar unterwirft, indem er uns als Thronerbe anerkennt. Erzähl mir mal nochmal von der Feste. Es wird Zeit, dass ihr den Thron besteigt und die Greyfall-Feste übernehmt. Auf bald. Also vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, aber irgendwie ist das komisch, weil der hat gerade im letzten Gespräch erst wieder so ein bisschen durchsickern lassen, dass er sich Mühe geben muss, seine, ich nenne sie mal Arschlochhaltung zu unterbinden. Aber gleich haben wir ja das Rätsels Lösung. Vielleicht ist er auch voll harmlos und ich bewerte das irgendwie über. Will mich trotzdem erstmal umgucken, kleiner Mann. Sorry. Also wenn das jetzt hier irgendwann mal meine Feste wird, dann brauche ich definitiv... Irgendjemand, den ich anheuern muss, der die ganzen Spinnennetze erstmal entfernt, weil dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen die Welt und die Insel und so retten, das müssen dann andere machen. Aber wenn ich zurückkomme, will ich nicht mehr diese hässlichen Spinnennetze haben. Wer mir auf Twitter folgt, der wird mitbekommen haben, dass ich vor einigen Tagen, also inzwischen ist das bestimmt eine Woche her, eine Spinne in meinem Hotelzimmer hatte, die direkt über dem Bett hing. Und mein erster Anblick war, als ich morgens aufgestanden bin. Also das ist... Nee, da bin ich jetzt ein bisschen empfindlich, so. Okay, Beanspruch und Thron. Bemerkenswert! Ihr habt es geschafft! Jahrelang waren die Bewohner von Trostkap zu feige, diese mächtige Halle zu betreten. Und dann wurdet ihr hier angespült und habt sie einfach in Besitz genommen. Ob es dort spukt? Nein, da leben nur ein paar kleine Biester. Nichts, was ihr nicht regeln könntet. Okay.
Warum war mir klar, dass das Ganze jetzt hier damit noch nicht erledigt wäre, bis hier... Scheiße. Okay, warte. Ich mach's mir jetzt wieder besonders einfach. Weil das letzte Mal, als ich dachte, dass es dadurch einfacher werden würde, war es das am Ende gar nicht. Weil man hier Feuermark findet. Wow, okay. Irgendwie nehme ich dem gar nichts ab. Okay, der ist definitiv blitzempfindlich. So viel steht schon mal fest. Das heißt, ich soll so viel Blitzangriffe spammen, wie ich jetzt hier noch untergebracht kriege. Stirb. Nochmal den hier. Jawohl. Okay, wow. Aber ich habe den gefühlt echt mit allen anderen Angriffen irgendwie kaum was abgenommen. Und? Falsche Taste. Nee, ich hab gar keinen Fall. Ja, ich würde gerade sagen, wird vielleicht sogar das schlechteste Ergebnis aller Zeiten. So, sagst du jetzt was? Jetzt kommt er bestimmt angerannt. Herrin von Greyfall! Nur die weisesten und einflussreichsten Krieger werden auf den Thron berufen und jetzt gehört auch ihr zu ihnen und tretet ihr Erbe als Herrin von Greyfall an. Ja, wow, Gold brauchen wir total, also danke für diese Karte. Ich schätze, die Feste hatte noch eine letzte Überraschung für uns, aber nun gehört sie euch. Ihr seid die erste Herrin der Feste seit fast 500 Jahren, zumindest wenn man den Legenden Glauben schenkt. Lasst mich der Erste sein, der euch seine Dienste anbietet, Herrin. Wow, der kann ja richtig devot sein, Mensch. Da habe ich ihm wirklich Unrecht getan. Entschuldigung, Trostkap? Sie fehlen mir zwar nicht, aber ich denke, es ist unsere Pflicht, Ihnen nach Kräften zu helfen. Sehr schön. Das kommt bei vielen Bewohnern in Trostkap aber nicht so an. Die haben eher das Gefühl, dass du voll den Scheiß auf alle gibst, so, weißt du, was ich meine? Ah gut, vielleicht brechen jetzt neue Zeiten an, mal gucken. Renovieren wir die Greyfall-Feste? Ja, bitte. Herrin, ich bin froh, dass ihr das fragt. Ich habe dieses wunderbare Gemäuer inspiziert und bereits einige Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet. Ich werde zuerst den Burgfried instand setzen, innen und außen. Außerdem sollten wir im Innenhof einen Bestienpferch anlegen. Das könnte ich nebenher erledigen. Ich brauche dafür allerdings 2 Bündel Strandstein, 3 Bündel Amberholz und 3 Bündel Segeltuch. Ah, ich verstehe, worauf es hinauslaufen wird. Der will also gar nicht Kohle haben oder vielleicht kommt das noch, aber dafür brauchen wir die Komponenten. Wie ist der Zustand der Feste? Die Jahrhunderte waren erstaunlich gut zu diesem Ort. Der Wald hätte ihn schon vor Jahren überwuchern müssen. Am schlimmsten sind die Skaffhaufen überall, aber die gehören dazu. Ich glaube, der Großteil des Gerölls stammt von den Seitengebäuden und oberen Stockwerken, die ich in meinem Traum gesehen habe, aber sicher bin ich mir nicht. Ah, du machst das schon irgendwie. Und was meinst du mit Bestienpferch? Ja, mit seiner Hilfe können wir uns die verschiedenen Bestien der Insel untertan machen. Natürlich brauchen wir dafür einen fähigen Bestienmeister. Ich kenne da vielleicht jemanden, aber darüber reden wir später. Was? Das heißt, ja, kann ich dir dann auch für mich kämpfen lassen, oder was? So ganz im Pokémon-Stil? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ich besorge euch alles Nötige. Am Krabbenstrand findet ihr gewiss genügend Treibgut. Ich habe einige aussichtsreiche Stellen auf eurer Karte markiert. Ich mache mich an die Arbeit, sobald ihr zurück seid. Ach so, das heißt, ich habe den ganzen Kram noch gar nicht beisammen. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass wir die Anforderungen jetzt schon erfüllen können. Nochmal Bestienpferch. Die Dwerger haben unzählige, auf dieser Insel heimische, Bestien dressiert und für ihre Zwecke benutzt. Mhm, okay, gut zu wissen. Baumaterialien? Amberholz, Segeltuch, Bärenfell, Seestahl und Strandstein. All das ist auf der Insel reichlich vorhanden, allerdings nicht immer an sicheren Orten. Das sollte per se erstmal kein Problem sein. Wie läuft die Instandsetzung? Sobald ihr das ganze Material habt, das ich bestellt habe, fange ich mit dem Bau an. Mhm. Auf bald. Okay. Ich hoffe, dass wenn ich diese Mission hier abgeschlossen habe, dass ich danach diese ganzen Baumaterialien auch alle in den Plunder packen kann. Wisst ihr, was ich meine? Weil meine Angst ist, dass ich das immer sammle. Ich habe keinen Bock, da immer so genau drauf achten zu müssen, ob ich das jetzt aufhebe und mir damit vielleicht mein Inventar verblocke oder ob ich das dann halt doch liegen lassen soll. Warte mal, bevor ich jetzt rausgehe, kann ich hier noch was machen?
Nö. Ich grüße euch. Alles klar, wow, ich bin echt gespannt auf das Endergebnis. Also mehr als, hier gibt's noch was. Ah, guck mal an, den habe ich noch gar nicht gelootet. Soll auch nicht das erste Mal gewesen sein, nee. So, Plunder, Plunder und Plunder. Diesen Schadensverstärker, den habe ich schon über 10-mal. Also alles, was ich über 10-mal habe bei den Konsumgütern, das packe ich generell immer in den Plunder, weil ich diesen einen zusätzlichen Inventarslot gerne für andere Dinge behalten würde. So, warte mal, lass mich mal gucken. Die Mission ist immer noch... Ja, Segeltuch haben wir komplett. Okay, das andere, das haben wir aber irgendwo schon mal gefunden. Also, das legt für mich so ein bisschen den Rückschluss nahe, dass wir da gar nicht zwangsläufig hin müssen. Wo er uns jetzt hinschickt, weil dieser olle Krabbenstrand ist, glaube ich, eine Ecke, wo wir noch nicht waren, die so ein bisschen weiter in den Osten führt. Da, wo wir auch für die Hauptmission hin müssen. Also wenn ich da nichts durcheinander bringe. Aber ich glaube, ich werde den Ort mögen. Gibt es bestimmt viele von den süßen, kleinen, putzigen Krabben. Vielleicht auch ein paar böse. Vielleicht werde ich die am Ende voll hassen. Weil die irgendwie doch nicht alle so niedlich sind, wie ich mir das immer erhofft habe. Aber ja, Tatsache. Okay, da werden wir wohl nicht drum rumkommen, da jetzt einen Abstecher hinzumachen. Mich nerven die ganzen Gegner jetzt hier mittendrin. Auf Gegner habe ich nämlich gerade so mal überhaupt keinen Bock. Was ist das denn hier? Okay, warte mal, da ist aber eine Sprungstelle. Scheint mir auf den ersten Blick jetzt hier so der kürzeste Weg zu sein. Oh, ruck. Sehr schön. So muss das. Also ganz ehrlich, Leute, ich weiß, ich spreche das irgendwie in dem DLC fast jedes Mal an. Aber ich finde, das ist vom Schwierigkeitsgrad her okay. Weil auch diese ganzen kleinen vermeintlichen Fliegenschisskämpfe dauern doch ein bisschen länger, als das noch in der Zeit vor Alabastra zum Beispiel der Fall war. Alabastra hat ja auch ewig gedauert. Da haben mir die Kämpfe auch überhaupt gar keinen Spaß gemacht, obwohl ich die Region total geliebt habe, aber trotzdem. So, wer folgt mir? Wer möchte jetzt verhindern, dass ich diese Truhe öffnen kann? Hm, super. Ganz tolle Aktion, kleiner, mini-süßer Knuffi Borgard, wie er voll angehumpelt kam und dann wieder kehrt machte. Plunder mitnehmen, was ist das denn? Pack ich auch mal einen Plunder. Ja, sowas hier, Insekten. Das ist, glaube ich, auch eine von den Komponenten, die ich nicht wegwerfen kann. Vielleicht finden wir sogar in dieser Folge noch den Menschen, der damit irgendwie was anfangen kann. Vielleicht können wir das auch irgendwann mal kochen oder so. Ich meine, so abwegig wäre das ja nicht. Oh, ich habe mir den Strand ehrlich gesagt ein bisschen heller und freundlicher vorgestellt, aber okay. Das wird mich jetzt nicht davon abhalten, hier trotzdem hinzugehen. Krabbenstrand, aber braun werden wir hier nicht, ne? Solange der Himmel so trüb ist. Also nicht, dass ich das schlimm finden würde, ganz ehrlich. Ja, da soll sich ruhig ihre vornehme Blässe beibehalten. Gibt es jetzt hier auch neue Gegner? Also gesehen habe ich bisher noch keinen. Okay, Vergorta. Wo ist denn da einer? So, was hast du da gemacht? Ist eine Runde hier in der Pissplörre gelegen und ein Nickerchen abgehalten, oder was? War jetzt klar, dass die ganzen anderen angerannt kommen. Ich mag den Krabbenstand trotzdem. Ja, okay, ich zauber euch jetzt mal weg. Geht nicht auf den Sack. Ich bin hier kurz vorm Loot. Ich möchte wissen, was da drin ist und mich nicht mit euch hier abgeben müssen. Aber trotzdem mag ich euch. Und nein, ich bin nicht schizophren. Ich habe nur manchmal sehr ambivalente Positionen und Launen. So, Freibeuterstiefel aus dem Freibeuterset. Es juckt meine Nase, hatten wir auch schon mal irgendwas, kann das sein? Diese Stiefel sind Teil der Freibeuterkleidung, die von tödlichen Söldnern zur See auf ihrer Jagd nach Piraten getragen wird. Diese Krieger der Meere sind in der Sabotage, der Kunst des Mordens sowie dem Überleben auf See und zu Lande bewandert. Sorry, falls wir den Text schon mal hatten. Das kommt beides in den Plunder. Ich mag das nicht, wenn ich so Nahrungsmittelkomponenten finde, weil ich auf denen am Ende wieder sitzen bleibe. Und ich habe jetzt schon voll die Panik, wenn ich an diese scheiß Meldung denke, dass mein Inventar voll ist. Da kriege ich jedes Mal voll die Krise. So, jetzt habe ich meinen schlauen Zettel hier. Ja, 5 haben wir natürlich schon. Soll ich das trotzdem mitnehmen? Ich mache das jetzt einfach. Ich bleibe auch immer noch an Boros Stiefeln hängen. Ich meine, wie viele Jahre liegt das zurück? 20 oder 30? Keine Ahnung. Bandscheinpriesterin. Kennen wir dich schon? Ich krieg die Differenzierung zwischen denen immer nicht so ganz hin.
Ich möchte bitte, dass du möglichst schnell stirbst, weil mögen tue ich dich nicht. Egal, ob du Priester, Bäcker, Hobby-Dieb oder Prostituierte bist, mir vollkommen egal. Du musst auf jeden Fall weg. Hallo? Nerv mich nicht. Jetzt legt ja auch noch ihre hässlichen Knubbeleier, ey. Wie finde ich das denn? Hä? Achso, ich wollte gerade sagen. Noch immer irgendwelche Viecher raus. Nur ganz. Aber die gehen wiederum. Auf jeden Fall deutlich geiler als ihre hässliche Mutter. Mann, ey. Warum? Ich bin gerade gar nicht gesehen. Sein Ei habe ich vorher gesehen, auch wenn das gerade ein bisschen falsch klang. So, war's das jetzt? Danke. Ich mal was zu looten hier, weißt du? Da ist wiederum eure Mutter ein bisschen vorbildlicher. So, jetzt habe ich diese scheiß Schadensverstärkung auch noch eingesammelt. Okay, jetzt aber nochmal von vorne. Da haben wir jetzt nämlich den ersten Kringel, der... Ich weiß nicht, finden wir jetzt in jedem Kringel jeweils eine Komponente? Nee, jeweils alles. Okay. Wieso jetzt schon zu ihm zurückkehren? Bin ich jetzt schon komplett? Sieht ganz so aus, aber eigentlich geht das doch gar nicht. Verstehe ich gerade ehrlich gesagt nicht, weil ich habe doch... Da war doch gerade von jeder Komponente eins, wenn ich das richtig gesehen habe. Und einer Komponente haben mir noch zwei Sachen gefehlt. Da bin ich mir relativ sicher, auch wenn ich nicht mehr weiß, welche das war. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Krabbenstrand erstmal einmal umrunden. Mal gucken, Auftraggeber ist hier auf jeden Fall auch schon wieder jemand im Käfig. Mann, Leute, was macht ihr denn, dass ihr ständig eingesperrt werdet, ey? Ich hier der Käfigbefreier vom Dienst, oder was? Bist du wenigstens sympathisch, Olaf Aswaldson? Endlich! Ich dachte schon, die Krabben fressen mir das Fleisch von den Knochen. Ihr müsst mich befreien. Diese Lumpen können noch nicht weit sein. Zumindest, wenn sie noch am Leben sind. Sie werden für ihre Verbrechen bezahlen, das schwöre ich euch. Ah, mach mal ganz klein laut hier. Oder halblang, so rum. Weil solange du im Käfig bist, wirst du erstmal gar nichts ausrichten können. Wer bist du denn? Ich habe schon die verschiedensten Arbeiten verrichtet. Als Bergarbeiter in den Gruben von Apotüre, als Landhelfer auf den Äckern der Heide und sogar als Soldat an der Tüvilli-Küste. Ich mag es nicht, an einem Ort zu bleiben. Ich will alles auskosten, was das Leben zu bieten hat. Und das Letzte, was ich will, ist Staub anzusetzen. Ich dachte, das Gefangenenschiff würde mich an irgendeinen aufregenden Ort bringen. Und jetzt bin ich hier. Na, wirklich spannend ist das hier wirklich nicht. Ist auf jeden Fall gut rumgekommen, der Mann. Und er könnte glatt als Bruder von Agar durchgehen, oder? Akara? Das Gerede über Götter wird meine Zunge nicht lösen. Ich kann einen Mann ebenso schnell töten wie jeder Gott. Also spart euch eure Gebete. Hallo, ich um Gebete? Ich bin genau auf deiner Seite. Hör mal auf, mich anzupöbeln, der tote Kerl. Natürlich habe ich die Geschichten gehört. Wer nicht? Meine Mutter hat mir erzählt, der tote Kerl würde mich als Sklave verkaufen, wenn ich meine dreckigen Stiefel nicht vor der Tür lasse. Ha, das ist alles nichts als Unsinn. Irgendwie mag ich den voll. Ist, glaube ich, bisher mein Lieblingstypi hier auf der Insel Galgen's End. Ein kluger Mann könnte diesen Felsen zu seiner Festung, seinem Königreich machen. All dieses Bergungsgut wartet doch nur darauf, genutzt zu werden. Aber diese Narren in Trostkap sind so verzweifelt, dass sie Geister anbeten. Gebilde ihrer eigenen Fantasie. Akara? Ha. Da habe ich schon auf dem Boden einer Flasche mächtigere Götter gesehen. Ah, können wir nicht irgendwie ein Team bilden? Ich finde dich cool. Trostkap? Ich habe schon Statuen gesehen, in denen mehr Leben steckte als in diesem Haufen. Beten und fischen. Fischen und beten. Da bin ich doch lieber tot. Also so hart würde ich das jetzt nicht ausdrücken, weil ich finde, das hat durchaus was für sich, wie die da leben. Aber prinzipiell... stimme ich ihm eher zu, als dass ich ihm widerspreche. Wie seid ihr da reingekommen? Genau, das ist jetzt mal die wichtigste Frage. Diese Schurken auf unserer Gefangenengaleere haben mir eins über den Schädel gezogen und mich hier reingesteckt. Jetzt verstehe ich, warum sie ständig so mies gelaunt waren. Seid so gut und befreit mich. Für das Schloss werdet ihr einen Schlüssel brauchen, aber er müsste irgendwo in der Nähe sein. Vermutlich im Wrack, würde ich sagen. Mhm. Erzählt mir aber erstmal, was passiert ist. Ich bin ein Söldner und war einst einer der Kriegsgeweihten. Ich wollte mein Glück in Adessa suchen, auf einem Gefangenenschiff. Zur Revolte kam es kurz, nachdem wir die Stadt verlassen hatten. Wir segelten nach Norden durch die Furianenge, als die Gefangenen ihre Ketten sprengten und das Deck stürmten. Es hat nicht lange gedauert, bis diesen Hunden klar wurde, dass man erfahrene Männer braucht, um eine Galeere zu segeln. Wir krachten gegen die Felsen und alle sind ertrunken. Bis auf einen. Klang für mich authentisch.
Auch wenn das irgendwie ganz schön hart klang und dafür ist er irgendwie oder klingt er gerade sehr entspannt. Ich mache es. Dann danke ich euch. Als eine ehrenhafte Seele gegenüber einer anderen. Zuletzt befand sich der Schlüssel am Gürtel des Bootsmanns, aber von dem sind nicht mehr als Knochen übrig. Ihr solltet den Krabben folgen. Die kleinen Miststücke lieben verwesendes Fleisch. Und ich liebe sie. Die Aufgabe mache ich gerne, aber beleidige sie bitte nicht nochmal, ja? Wie kann ich euch befreien? Die meisten Leichen wurden von Krabben aufgefressen. Ihr müsst vielleicht ein paar von ihnen töten und ihre kleinen Mägen durchsuchen. Ja, ich weiß, es ist eine schmutzige Arbeit, aber es ist der einzige Weg. Seid schön brav. Okay, jetzt bin ich froh, dass ich dann doch nicht in Gerdas Haut stecke, weil das ist echt ein bisschen abartig. Aber gut, machen wir natürlich, auch wenn es mir sehr, sehr schwer fallen wird, meine kleinen Krabbenfreunde umnieten zu müssen. Entschuldigung, oh nein, armes Mäuschen. Okay. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was mache ich denn, wenn er am Ende voll der Betrüger ist, ey? Ich glaube, ich wäre voll enttäuscht. Ja, ich glaube, bei ihm wäre ich echt enttäuscht. Ich mag nämlich viele NPCs nicht und vielen stehe ich neutral gegenüber, aber dass ich die irgendwie cool finde, das gab es noch nicht so oft. So, aber ich werde jetzt mich auch gar nicht so sehr auf diese eine Mission versteifen, sondern erstmal hier die Eins. Nein, die Eins habe ich auch schon, ey, das kann doch nicht wahr sein. Diese Bücher hier, die kann ich auch nicht ablegen. Haben wir jetzt all meinen schon gelesen? Ich bin mir nicht sicher, ich nehme das mal mit. Ja, ist ja gut. Ey, muss das Spiel ausgerechnet jetzt im Hintergrund ausrasten? Ich will nur gucken, ob ich dieses Allmein-Buch jetzt zweimal habe. Guck mal. Ach doch, die Sachen kann ich doch in den Plunder packen. Okay. Dann habe ich das wohl ein bisschen verwechselt. Aber dieses Tagebuch, was ich gerade aufgesammelt habe, hundertprozentig nicht. Hier. Das habe ich gerade... Nee, das haben wir noch gar nicht. Oh, okay, das lesen wir aber erst, wenn ich die Gegner hier fertig gemacht habe, ja. Weil ich habe keinen Bock, das mit dieser verkackten Murgane. Oh, ich brauche Aufmerksamkeit, Musik im Hintergrund hier mir durchzulesen. Zumal, wenn das ein längerer Text ist, dann will ich halt auch ein bisschen mich auf den Inhalt konzentrieren. Kann natürlich sein, dass die Kampfmucke super zum Inhalt passt, ne? Wenn das jetzt am Ende irgendwie voll die Abenteuergeschichte ist, aber geht mir einfach ums Prinzip. Solange die nämlich läuft, verspüre ich die ganze Zeit irgendwie eine generelle Gefahr, die hier davon ausgeht. So, auf ein neues. Nee, nicht Konsumgut. Obwohl, warte mal, wenn wir schon hier sind, kann ich ja das gleich mal wegpacken. So, Gegenstände. Ich kann leider über die Schulter tasten, das nervt mich so am Menü. Das nicht beschleunigen, wie das zum Beispiel in Star Ocean geht. Das heißt, ich muss jetzt immer... alles komplett durchscrollen. So, das war doch all mein, ne? Ja. Ach so. Ach, ich bin so unfassbar dumm. Okay, Entschuldigung. Habe ich vergessen. Voll vergessen, dass man die gar nicht lesen kann. Aber egal. So viel Zeit haben wir dadurch ja jetzt auch nicht verloren. Das ist, warte mal, 8 und 14. Habe ich, glaube ich, beides schon. 8, ja, und 14 auch. Ich verstehe es einfach nicht. Warum? Habe ich einfach nur mega Pech oder... Ich weiß, die Frage habe ich schon mal gestellt, aber ich werde sie mir immer wieder stellen. Es kann doch nicht sein. Mir fehlen aus dieser Buchreihe noch so viele Werke. Und ich finde immer wieder das Gleiche, ey. Es ist unfassbar. So, welche Richtung schlagen wir zuerst ein? Klippenbruch wäre... Komme ich hier eigentlich? Nee, da ist dann eine Sackgasse. Das heißt, ich werde jetzt erstmal in die Richtung weiterlaufen. Dann den Bogen quasi oben rum entlang latschen und mich dann nach unten zu den Kringeln weiterhin begeben. Was ist das denn? Vrekor, Alter. Der sieht mal unfassbar geil aus. Schade, dass er so ein bisschen geknickt ist. Ich will mal kurz gucken, was das jetzt bewirkt. Effekte. Vrekors Zorn. 10% Feuerschaden mit Nahkampfwaffen. 0 Sekunden lang 5 Verbrennungsschaden mit Nahkampfwaffen. Was zur Hölle? 0 Sekunden? Was bringt mir das dann? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Ah, ja, okay. Vielleicht kann mir das jemand von euch erklären. Aber wenn da 0 Sekunden steht, dann habe ich doch davon überhaupt nichts. Aber vielleicht deute ich das auch falsch. Kann ja auch sein. Und davon gehe ich auch mal ganz stark aus. Ansonsten würde das ja irgendwie keinen Sinn ergeben, überhaupt so ein Attribut hier einzubauen, ja. So, wer oder was will jetzt hier wieder nerven? Ach, ihr blöden Bihatches hier.
sind auch irgendwie quer über den Globus vertreten, oder? In keiner Ecke hat man mal Ruhe von euch, ey. Überall müsst ihr einen auf den Sack gehen. Aber ist okay. Kann ich mit leben. Immerhin kommt da so ein bisschen Gefühl von Vertrautheit auf. Oh, ich glaube, die mögen mein Schwert nicht so gerne. Komm her, Mausi. Ach, warte mal, ich habe doch diesen einen Zauber hier. Genau, und den sollte ich mal häufiger anwenden. Jawohl. Hätte mir in diesem Kampf hier gerade auch ein bisschen mehr ausgeholfen. Aber weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. An den muss ich mich immer erinnern. Weil ich halt noch nicht so lange mit dem kämpfe. Und auch als wir in Alabastra auf die Kriegerklasse umgestiegen sind, habe ich ja auch da nicht so regelmäßig mit dem gearbeitet. Deswegen, ja, muss ich mich selbst immer so ein bisschen anhauen, um das nicht zu vergessen. Aber ich mag die jetzt doch irgendwie. Ich habe mir das halt so ein bisschen, also die Krabbenküste meine ich. Ich habe mir das eher so ein bisschen sonnig vorgestellt, also so ein bisschen so mit Karibik-Flair, vielleicht auch mit Palmen, so wie man das halt aus so einem Hochglanz-Reisemagazin kennt. Und das passt ja dann nicht ganz zu dem. Aber ist trotzdem cool. Gegner sind bisher okay. Diese Banshee-Ins, die kann ich halt irgendwie am allerwenigsten leiden. Aber die sind mir trotzdem lieber als diese Felstrolle, die es da in Alabastra gab. Die waren echt mega ätzend. Aber ich glaube, das Pendant dazu sind hier halt die Banshee-Ins. Und die gehen halt noch so. Gerade noch so. Kommt so ein bisschen auch meine Tageslaune an. Und heute habe ich sehr, sehr gute Laune. Denn heute kam meine Kaffeemaschine wieder. Also was heißt wieder? Sie kam heute an. Und ich habe ja jetzt ein paar Tage auf Kaffee, zumindest zu Hause, verzichten müssen. Und ja, das ist für mein Wohlfühlempfinden sehr, sehr wichtig. Und ja, Ladungsverzeichnis der Kettenfisch. Der Kettenfisch? Des Kettenfischs eigentlich, oder? Das Ladungsverzeichnis des Gefangenen... Ah, des Gefangenenschiffes Kettenfisch. Dann passt das wiederum. Tag 78. Ankunft in Rathia aus Adessa. Ruhiger Tag, stille See, klarer Himmel. Vorräte sind verfügbar, aber teuer. Verfluchter Alpha. Der Bootsmann bittet um Verschiebung der Abfahrt. Hat eine Wahrsagerin in der Prideria aufgesucht. Aber gläubischer Narr. Wir bereiten uns ungehindert vor, in See zu stechen. An das Gefängnis gelieferte Ladung, zwei Mörder, ein Betrüger. Haben ein paar neue Gesichter für unsere Reise zur Obsidian-Insel an Bord genommen. Das Ladungsverzeichnis lautet Zelle 1. Okay, das lese ich jetzt nicht alles vor. Kann man sich selber mal angucken. Guck mal, in Zelle 8 ist unser Olaf mit abgebildet. Bei den anderen Leuten... Bin ich mir nicht sicher. Einige Namen kommen mir bekannt vor, aber ich kann jetzt niemanden direkt zuordnen. Ich hoffe, die Götter gönnen uns eine friedliche Fahrt und ein offenes Meer. Kapitän Skon Kettenfisch. Okay, Captain, ich nehme dein Büchlein jetzt hier mal mit. Du wirst das ja nicht vermissen, wenn das hier irgendwo am Strand rumliegt. Ach, euch gibt's ja auch noch. Ihr seid auch scheiße. Aber euch hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Weil die wirklich immer nur sehr punktuell hier ankommen. Aber inzwischen geht das. Man hat immer noch so ein bisschen Kudok traumatisiert wegen... Vielleicht erinnert ihr euch noch zurück. Die erste Folge, die ich auch schwer gespielt habe, war das, glaube ich. Und ja, der Game Over Bildschirm dank dem Kudok. Das war sogar der erste Game Over Bildschirm im ganzen Spiel. Kann das sein? Und schon wieder macht er mir so zu schaffen. Ich fasse es nicht, wie arschig diese ekelhaften Biester sind. Wobei ich ehrlich sein muss und das Gegnerdesign doch sehr loben muss. Also ich finde, die sind objektiv betrachtet ziemlich geil. Aber sie nerven halt extremst, ne? Aber gut, dafür wurden sie wahrscheinlich auch kreiert. Wäre sonst ein bisschen langweilig, wenn ich hier durchspazieren könnte. So, ein paar Insekten aus dem Wasser. Macht Sinn. Nehme ich auch immer mit, wenn ich sowas sehe. Klippenbruch wäre. Okay, wenn wir erstmal noch nicht hingehen... Bisschen Ordnung und Struktur muss ja sein, nicht wahr? Kannst hier noch ein bisschen Kram mitnehmen, auch wenn das das überhaupt nicht bringt, diese ganzen Komponenten immer aus diesem Pflanzengedöns rauszunehmen, weil ich sowieso nicht mit Alchemie arbeite. Aber, naja, wenn man das im Vorbeigehen machen kann, warum dann auch nicht, ne? Und das ballert uns nicht das Inventar voll, ansonsten hätte ich die wahrscheinlich schon seit gefühlten 50 Folgen komplett ignoriert.
Oh. Was ist denn hier los? Für welche Mission bist du denn nach Überlebenden suchen? Das ist unsere Hauptmission. Nee, warte, warte, warte. Da will ich jetzt erstmal noch nicht hin. Der sah aber ziemlich tot aus, ne? Ich glaube nicht, dass der da ein Nickerchen gemacht hat. Aber die Aufgabe lautete ja nach Überlebenden suchen. Ja, aber gut, es stand ja zu dem Zeitpunkt auch noch im Raum, ob es überhaupt Überlebende gibt. Also schwer zu sagen. Wir werden es ja höchstwahrscheinlich noch in dieser Folge herausfinden. Achso, du mochtest mein Schwertchen nicht, ne? Genau, brauche ich mir gar nicht Chakrams hier irgendwie zunutze zu machen, wenn das Schwert den Job doch viel besser erledigen kann. Aber die Großschwerter, die sind schon ein bisschen schneller als die Hammer, ne? Ich weiß immer noch nicht, ob man Hammer oder Hämmer sagt. Ich glaube auch Hammer, ne? Ah, du bist so ein Kabelkrebs. Gott sei Dank musste ich dich nicht abschlachten. Käfigschlüssel des Gefangenenschiffs. Dieser abgenutzte Messingschlüssel öffnet die Käfige in der gesunkenen Gefangenengalere. Seine Oberfläche ist mit zahllosen Scheren und Bissspuren übersät. Ach, warum nur? Aber immerhin hat die Magensäure von dem kleinen Vieh das Ding nicht vollkommen zersetzt. So, warte, 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 warte. Wie komme ich da hin? Ich bin auf dem richtigen Wege. Nämlich genau hier. Jawohl, und damit sind wir... Nee. Hä, doch? Doch, 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 doch. Oder? Ich habe gerade voll den Knick in der Optik gehabt. Hat man wahrscheinlich gerade gar nicht gemerkt. So, damit sind wir dann hier nämlich auch durch. Was ist denn das hier für eine komische Sackgasse? Die sieht mir irgendwie zu auffällig aus, als dass ich sie ignorieren wollte. Ich bitte um Nachsicht. Der ist jetzt natürlich ätzend, weil die ganzen Gegner hier wieder rumstressen. Aber muss jetzt mal sein, ich renne da eben mal kurz rein. Vielleicht folgen die mal alle und ich kann alle auf einen Schlag irgendwie aus dem Weg räumen. Ja, okay. So, warte mal. Jetzt mache ich mal den hier. Genau. Und einmal ein paar Mal raufkloppen. Sehr schön. Da platzieren sich die Damen auch noch genauso, wie es sein soll. Diese eine leere Nasche, die hat aber gerade kaum Schaden gefressen. Verstehe ich nicht. Ich hatte sowas ja auch schon mal bei anderen Gegnern, dass ich da auf einen Wolf raufgekloppt habe und der irgendwie kaum Schaden genommen hat und der vorher gefühlt mit 3 Hieben weg war. So, Fräulein, kommst du mal bitte her? Vielen Dank. So ein geiler Zauber. Also daran sollte ich mich echt gewöhnen. Vielleicht hat mich diese Folge jetzt auch geläutert. Es bleibt auf jeden Fall zu hoffen. So, ja. Ich traue mich gar nicht ins Menü zu gucken, wie viel Platz ich noch habe. Oh nee, Plunder. Ist deutlich schlechter. Ich packe das auch mal in Plunder. Achso, da rechts habe ich ja meine Chakrams. Ja, macht mir einfach zu wenig Schaden. So, was hat das jetzt hier mit auf sich? Ich verwette echt meine linke Pobacke darauf, dass wir hier irgendwann nochmal eine Mission haben werden. Also ich habe mit derartigen Prognosen in der Vergangenheit ja bisher auch immer ganz gut getroffen, ne? Ist ja nicht das erste Mal. Ach, guck mal, jetzt wird's hell. Jetzt fängt das auch langsam so auszusehen wie... ich glaube, ich habe gerade das Wort an vergessen. Ich mir das ursprünglich mal vorgestellt hatte, so. Okay, in welcher Reihenfolge mache ich das jetzt? Gehe ich jetzt erstmal den Olaf befreien? Oder gucken wir, ob dieser Typ hier lebt? Ja, ich glaube, das ist naheliegender, ihn jetzt hier anzuquatschen. Sonst muss ich den Weg zweimal laufen. Hey, Kumpel, lebst du noch trotz Blutspur? Ich bin also nicht der Einzige, der diese Katastrophe überstanden hat. Ich dachte mir schon, dass ihr zäh seid, aber dass ihr diesen Schiffbruch überlebt habt, das ist Schicksal. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Meine Frau, meine Asa, sie ist noch am Leben. Aber diese Dinger haben sie verschleppt. Ich habe so etwas wie sie noch nie gesehen. Plünderer. Sie sahen aus wie Fährgorter, aber solche wie sie habe ich noch nie zuvor zu Gesicht bekommen. Das klingt auf jeden Fall total beunruhigend, aber ich bin erstmal mega froh, dass du noch lebst, Kumpel. Aber ich finde dein Gesichtstattoo ganz schön hässlich mit den Blättern da und so. Jetzt hätte ich ein schöneres Motiv aussuchen können. Haben noch mehr überlebt? Nein, nur wir. Asmir, Kelly, Frey, Edric, Udin, sie alle sind fort. Sie sind tot.
Sie waren gute, stolze Leute, nicht der verwahrloste Haufen, für den viele sie hielten. Es ist ein Jammer. Auf jeden Fall, tut mir wahnsinnig leid, aber ich bin trotzdem froh, dass wir dich wenigstens noch haben. Ich bringe sie zurück. Ich danke euch. Das werde ich euch nie vergessen. Glaubt mir, ich mache mich auf den Weg ins Inland. Falls noch andere auf dieser Insel sind, werde ich sie finden und zu euch schicken. Meine Gedanken sind bei euch. Uns bleibt nicht viel Zeit. Okay. Pass auf dich auf, ja? Ja, leg dich einfach wieder in die geile Blutlache. Hat Stil, macht total Sinn, sich jetzt hier nochmal auf ein Nickerchen hinzulegen, aber soll er machen, ne? Wenn er meint. Zwar keine Ahnung, wie er die Leute dann zu mir schicken. Der ist Schmied. Der ist Schmied, ich kann bei ihm mein Zeug reparieren, oder? Oder deute ich gerade das Symbol falsch? Als Kämpfer nütze ich euch nicht viel, nicht mit diesen Verletzungen. Aber ich kann Hilfe holen. Ich habe über dem Strand eine Feste aufragen sehen. Vielleicht ist sie ja bewohnt. Oder es gibt hier so etwas wie ein Dorf. Irgendetwas. Das werde ich schon noch auskundschaften. Sei dir mal dessen gewiss. Wer bist du? Ich bin von Natur aus kein Seemann. Ich hasse das Wasser, das Schaukeln der Wellen. Es war Asa, die mich überhaupt erst auf ein Schiff bekommen hat. Die Liebe kann schon Seltsames bewirken. Oh Gott, ey, hoffentlich geht's ihr gut. Ich finde diese Vorstellung gerade so furchtbar, dass wir ihm übermitteln müssen, dass sie vielleicht tot ist, der tote Kerl. Wenn ich mich nicht immer noch von dem Schiffbruch erholen müsste, hätte ich mich schon längst bewaffnet und wäre unterwegs, um mir den Kopf dieses Bastards zu holen. Der tote Kell. Sein Name ist eine Prophezeiung, die nur darauf wartet, sich zu erfüllen. Du solltest erstmal gesund werden, Freundchen, und mal die Frau Gerda machen lassen. Galgensend? Offen gesagt kann ich kaum glauben, dass wir wirklich hier stehen auf Galgensend. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Seemannsgeschichten auf dieser geheimnisvollen Insel spielen. Oh doch, inzwischen habe ich eine grobe Vorstellung davon. Wo ist eure Frau? Sie wurde in diesen überspülten Tunnel unterhalb der Klippen geschleift. Dort sind diese Bestien als erstes aufgetaucht. Okay, das wird mir der Kringel ja dann schon zeigen, ne? Soweit wir das avisieren. Wow, das ist ganz schön teuer. Aber gut, ich habe mir auch relativ lange keine Reparaturkits mal geholt und vor dem Hintergrund unserer Finanzen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ist das letzten Endes auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Joti, frisch gestärkt. Gut, dass ich das noch gesehen habe, auch wegen den ganzen Redeoptionen, die wir da jetzt noch hatten. Bin ich echt gespannt. Also es gab hier bisher keine Mission in dem DLC, die mich nicht irgendwie motiviert hätte. Finde ich irgendwie schön, was für Geschichten hier so konstruiert worden sind bisher und wie die Personen so drauf sind. Also für mich bisher in sich sehr, sehr stimmig. Jetzt bin ich gespannt, wie Ihmchen hier reagieren wird. Die Troika sei gepriesen. Sie muss wirklich über mich wachen, wenn sie mich mit Freunden wie euch segnet. Vielen Dank. Und jetzt, wo ihr mir meine Freiheit wiedergegeben habt, werde ich sie so gut wie möglich nutzen. Okay. Hilfst du mir? Wahrscheinlich nicht, ne? Wohin geht ihr? Ich schwöre, ich habe im Westen ein Dorf gesehen. Wenn das stimmt, könnte es dort etwas zu essen geben oder noch wichtiger, was zu trinken. Ich werde mein Bestes geben, um das Vertrauen dieser Leute zu gewinnen. Und falls das nicht klappt, kenne ich andere Wege, um das zu bekommen, was ich brauche. Dann lebt wohl. Ja, tschüss, aber im Westen? Er meint damit aber nicht den Trostkap, oder? Ich glaube nämlich, dass er da alles andere als glücklich werden wird, denn da hat er doch die ganzen Glaubensfanatiker, die er eigentlich so verabscheut. Aber vielleicht meint er auch was anderes, keine Ahnung. Lassen wir ihn ziehen. Ist ja auch sein gutes Recht. So, ich würde mir dann ganz gerne nochmal angucken, was wir hier, was das für ein Ort ist. Obwohl, warte mal, da kann ich mich ja jetzt auch mal eben kurz teleportieren. Ach, zum Strand kann ich mich auch teleportieren? Irgendwie ungewöhnlich für so ein relativ großes Gebiet. Aber okay, also ich bin für jede Teleportmöglichkeit mehr als dankbar. Für mich gar nicht beschweren, ganz im Gegenteil. So, gucken wir jetzt mal hier noch. Klippenbruchwehr. In der letzten Wehr, wo wir gewesen sind, da am Trostkap, da kam ich ja nicht sonderlich weit. Obwohl das eigentlich noch ein bisschen weiter ging. Ach so. Warum ist denn die jetzt hier? Das verstehe ich nicht. Warte mal, das würde ich aber gerne verstehen.
Offenbar ist Melina Malloy, eine junge Frau aus dem Dorf zum Klippenbruchwehr, gefolgt. Ich soll mit Lina sprechen, um herauszufinden, was sie hier will und ob sie bereit ist, mir bei Asas Rettung zu helfen. Okay, wisst ihr was? Unter den Umständen möchte ich dann doch erstmal raus und lieber unsere Gravehall-Mission erstmal abschließen, weil ich gehe auch, genauso wie beim Hauptspiel, möchte ich am liebsten so vorgehen, dass ich die Hauptstory immer zum Schluss spiele. Ist ja kein Problem. Gucken wir uns jetzt halt ein, zwei Ladebildschirme mehr an. Brechen wir uns auch keinen Zacken aus der Krone. Denn darauf bin ich jetzt echt gespannt. Ich bin gespannt, ob er dann auch noch mehr haben möchte. Oder ob wir jetzt unsere Feste in neuem Glanz erstrahlen sehen. Das einzig Nervige ist hier, dass wir immer den Weg über den Innenhof nochmal laufen müssen, um dann nach hinten in den Thronsaal zu kommen. Also das wäre auch, wenn wir hier irgendwann mal unsere eigene Kiste und sowas alles bekommen, ein bisschen ätzender als zum Beispiel Kannerock, wo du dich einfach hinportest, ins Haus gehst und gut ist. Und hier hast du mal zwei Ladebildschirme, jedes Mal. Eigentlich sogar drei, wenn du diesen Teleport-Ladebildschirm auch noch mit rein oder mit einbeziehst. So, Kumpel, ich hab alles, hoffe ich zumindest. Was macht die Futtersuche? Futtersuche? Ich habe hier Baumaterialien gesucht. Ich habe alles. Mal sehen. Ja. Ja, das ist alles, was ich brauche. Ich fange gleich an. Sehr schön. Genau, jetzt kommt der ganze Kram weg. Passt mir sehr gut. Wie läuft die Instandsetzung? Die Instandsetzung ist noch nicht abgeschlossen. So etwas dauert seine Zeit. Mhm. Auf bald. Auf Fertigstellung warten. Tja, und wie lange dauert das jetzt? In manchen Spielen dauert sowas ja relativ lang und manchmal reicht es, wenn du dich von Punkt A nach Punkt B irgendwie teleportierst. Achso, kann ich mich vom Innenhof heraus rausporten? Boah, wenn nicht, ist das ja echt jedes Mal mega ätzend. So, probieren wir es mal nochmal. Jawohl. Immerhin funktioniert das hier, das ist schon mal gut. Und dann werde ich jetzt, auch wenn das, wie gesagt, nicht so das spannendste Thema ist, aber nochmal versuchen, mich jetzt zurückzuporten in die Feste. Und dann mal gucken, ob sich zwischenzeitlich was getan hat. Und ansonsten haben wir, glaube ich, auch keine anderen Missionen mehr offen, oder? Was ist denn das hier? Ach so, ja stimmt. Warte mal, das können wir noch machen. Vielleicht erhöhen wir dann auch unsere... Die Wahrscheinlichkeit, dass dann zwischenzeitlich unsere Feste dann fertig ist. Warte mal. Warum ist die denn so abgelegen? Ich dachte, die würde hier irgendwo stehen. Da kann ich mich jetzt nicht mal hinporten, um mir den Weg zu verkürzen. Alles gleich. Ich spule das mal für euch vor. So, und da mich gerade eine kleine Wichtgruppe überfallen hat und es jetzt hier einen Kampf gab, habe ich jetzt doch nicht vorgespult, sondern das jetzt via Cut gemacht. Aber egal, wir sind am Ziel, das ist erstmal das Wichtigste. Ihr habt etwas Gutes getan und mehr als die Bewohner von Trostkapir tun würden. Sie sollten Fremden lieber helfen, statt sie zu bekehren. Derjenige, den ihr gerettet habt, wirkt stark und hart. Ich hoffe nur, seine Kräfte sind uns eine Hilfe und werden nicht zum Problem. Ich werde ihn genau im Auge behalten. Wenn wir Dokalfa irgendetwas sind, dann vorsichtig. Ja, ist ja auch gerechtfertigt. Sehr schön. Lebt wohl. Ja, ihr auch. Ich mag euch. Also wenn ihr irgendwann nochmal was habt, dann wisst ihr Bescheid. Einfach durchklingeln oder so. Wir haben gerade irgendein Schild bekommen. Würde ich mir ganz gerne mal anschauen. Ja, und ich habe so viel Zeug, ey. Ich muss echt mal wieder ausmisten. Sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus, wenn man auf Raffinesse-Gedönszeug aus ist. Dieses runde Metallstück wurde aus einem Schiffswrack geborgen und später in einem behelfsmäßigen Faustschild umgeschmiedet. Dabei machte sich sein Schöpfer die kreisförmige Stahlplatte zunutze, die ein dickes Bullauge umgibt, durch das der Träger des Schildes seinen Gegner sehen kann. Ja, praktisch. Sieht zwar nicht so effizient aus... Ach so, ich würde mir mal angucken, wie das in Gerdas Hand aussieht, aber ja, logisch, geht ja nicht, ne? Raffinesse und so. Kann ich hier jetzt einsehen, wann es soweit ist? Also sagt mir das Spiel das irgendwann, indem das aufploppt, oder muss ich einfach auf gut Glück dahin? Ich könnte natürlich auch mal versuchen, irgendwo zu übernachten. Geht das hier irgendwo?
Mann, Gerda, ey, bleibt sie voll an so einem ollen Stein hängen. Nee, hier kann ich leider nicht. Konnte ich das im Trostcup? Oh, ich habe keinen Bock auf die Ladebildschirme. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach nochmal hin. Und wenn das nicht funktioniert, dann werde ich immer am Ende von jedem Part mal nachgucken. Vielleicht muss man das Spiel auch beenden und neu laden. Kann auch sein. Manchmal gibt es da so komische Mechanismen, die da im Hintergrund laufen und das erfordern. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich habe gerade ehrlich gesagt eher ein schlechtes Gefühl, weil ich schätze, wenn er fertig ist, dann bekommen wir auch so eine Meldung, dass die Quest aktualisiert wurde. Aber na, dadurch, dass jetzt hier immer noch überall Spinnenweben rumhängen, wird er wahrscheinlich noch nicht fertig sein. Das heißt, wir können uns für den nächsten Part so oder so schon mal darauf einstellen, dass wir irgendwie neues Gebiet erkunden. Ja, schade eigentlich. Sieht hier genauso scheiße aus wie vorher. Hast du toll gemacht. Das Wetter war günstig und das Material, das ihr mir gebracht habt, war gut in Schuss. Ich bin deshalb gut vorangekommen. Okay. Das klingt ja schon mal nach kleinem Fortschritt. Die Instandsetzung ist noch nicht abgeschlossen. Okay, das kennen wir schon. Auf bald. Vielleicht muss ich ihn auch immer mal wieder anquatschen, damit irgendwie, weiß ich nicht, der nächste Step losgetreten wird oder so, keine Ahnung. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal kurz in den Innenhof. Ich werde nochmal kurz auf die Karte schauen, wie ich mich für die nächste Folge orientiere. Also wir werden auf jeden Fall starten, indem wir Nina Malloy besiegen. Und wenn wir damit dann durch sind, also sie wird uns dann wahrscheinlich irgendwie da so einen neuen Punkt nennen, wo wir hin müssen, würde ich dann sagen, wird das nächste Ziel das hier sein. Der Kieferknochen, genau. Und dann weiter über den dunklen Hafen und ja, ich will gar nicht, dass dieser DLC irgendwann zu Ende ist. Ich hoffe, der wird uns noch eine Weile Freude bereiten. Aber an dieser Stelle danke ich erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!